Im Hafen sind Schiffe bekanntlich am besten aufgehoben, aber dafür hat man sie ja nicht gebaut. Jeder, der mit dem ältesten Segelschiff der spanischen Flotte, mit dem Rafael Verdera, eine Fahrt mitgemacht hat, wird eines Besseren belehrt. Am 15. April 1841 lief der Segler auf Ibiza vom Stapel und ist seitdem auf dem Meere unterwegs, heute wie vor 160 Jahren. Und damit ist es das älteste Schiff des Landes, das noch aktiv im Dienst ist. Doch nicht immer hatte das Segelschiff seine heutige Form. Gebaut wurde es als Jaud mit zwei Masten und dann, je nach Zweck und Zeit, umgebaut. Im Bürgerkrieg fuhr sie meist auf der Route Balearen-Algerien. Hier waren immer Emigranten an Bord, Jugendliche, die ihr Glück jenseits des Orients machen wollten. Ende des 19. Jahrhunderts fand eine Veränderung statt. Die Veloz steuerte andere Häfen wie Barcelona, Valencia, Marseille, Genua und Neapel an. 1920 dann der nächste Einschnitt. Das Schiff erhielt damals als Handelsschiff mit Waren unterwegs den ersten Motor, Otto Deutz, mit zwei Zylindern und rund 40 PS. 65 Personen finden hier bei einem Tagesausflug Platz, bis zu 24 bei einem Wochenend- oder Wochentrip. Auf dem Programm stehen Touren zwischen den Balearen. Im Sommer wagt sich der Segler mit Heimathafen Palma bis nach Korsika, Sizilien und Tunesien vor. Immer herrscht echtes Segelfeeling, alle packen mit an. Aber natürlich ist auch mal in den Seilen hängen erlaubt. Schließlich wartet der Captain morgens mit einem leckeren Frühstück auf. Nicht nur Segelfreaks ist die Rafael Verdera bestens bekannt. Internationalen Ruhm erlangte sie zum Beispiel 1992. Mit olympischem Feuer an Bord machte sich die Rafael Verdera von den Balearen nach Barcelona auf, um die Flamme trockenen Fußes zu den Spielen zu transportieren. Und Punk-Lady Nina Hagen zeigte 1987 Flagge. Sie mietete das gesamte Schiff, als sie mit einem jungen Ibizenker in den Hafen der Ehe fuhr. Denkwürdige Ereignisse. Davon weiß auch sein heutiger Besitzer Miguel zu berichten. Zum Beispiel von einem Brandanschlag, der vor 1992 das Boot beinahe komplett zerstört hätte. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Der Segler geht mit seiner Besatzung auf Abenteuertour. Ausgestattet mit der neuesten Technik, mit Autopiloten, Motor und Radar. Immer mit dem Ziel unterwegs, Landratten, die reiche Welt des Meeres und seiner Bewohner näher zu bringen. Wale, Delfine und andere Meerestiere aus nächster Nähe zu betrachten. Mit der Rafael Verdera wird dieser Traum Wirklichkeit.